nicht genug. Wir sind die Geister der Gefallenen. Wir wurden auserwählt, den heiligen Berg Ariats zu bewachen, in dem der Weltstein ruft. Nur wenige sind würdig, seinen jeden Berg zu schauen. Und noch weniger können seinen wahren Zweck begreifen. Bevor ihr hier eintretet, müsst ihr uns besiegen. Unmöglich. Yeah.
Ich brauche Mana. Thank you.
Tag. Guten Tag.
Guten Abend.
Guten Tag. Tag. Was ist euer Begehr? Baal versperrt Tyrael den Zugang zur Kammer des Weltsteins? Dann ist dies wahrhaftig ein Kampf gegen die Hölle geworden. Ob es der Wille des Himmels war oder nicht, dies ist nun euer Kampf, euer Schicksal. Ihr habt einen Ort jenseits der Legenden besucht. Nun wollt ihr einem Bösen trotzen, das sich die meisten nicht einmal vorstellen können. Seid vorsichtig und möge das Licht über euch wachen. Seid gegrüßt. Ihr wusstet, dass es einmal darauf hinauslaufen würde. Tötet Baal. Macht dem grausamen Spiel ein Ende. Stets zu Diensten. Ich mag nur ein Schmied sein, aber eines weiß ich. Baal hat vor, mit den Geheimnissen in diesem Berg die Welt zu vernichten. Man muss kein Genie sein, um zu wissen, dass man ihn aufhalten muss. Guten Tag. Ja.
Was ist? Hallo. Nicht hier. Thank you.
Abend. Ja. Abend. Thank you.
Seid gegrüßt. Ja. Ich spüre die Macht des Weltsteins. Ich brauche Mana. Guten Tag. Thank you.
Hallo. Tag. Ja, edler Krieger. Guten Tag. Hallo.
Guten Tag. Seid gegrüßt. Tag. Guten Tag. Und des Bösen existiert nicht mehr. Ich kann nicht noch mehr tragen. Thank you.
Ich bin beeindruckt, Sterblicher. Du hast die größte Herausforderung überwunden, die es auf dieser Welt jemals gab. Und das letzte der großen Übel besiegt. Aber wir sind zu spät gekommen, um den Weltstein zu retten. Baals zerstörerische Berührung hat ihn vollkommen verdorben. Mit der Zeit wird die Energie des Weltsteins erlöschen. Und die Grenzen zwischen den Welten werden einstürzen. Die Mächte der Hölle werden in diese Zuflucht strömen und dein Volk und alles, was ihr aufgebaut habt, vernichten. Daher muss ich den verdorbenen Weltstein vernichten, bevor die Mächte der Hölle Fuß fassen. Diese Tat wird die Welt für immer verändern, mit Folgen, die nicht einmal ich vorhersehen kann. Aber es ist die einzige Möglichkeit, das Überleben der Menschheit zu sichern. Geh jetzt, Sterblicher. Ich habe ein Portal geöffnet, das dich in Sicherheit bringen wird. Möge für das, was du an diesem Tage vollbracht hast, das ewige Licht auf dich und alle deine Nachkommen scheinen. Das Überleben der Menschheit ist dein Verdienst. Mehr als alles andere hast du dir nach diesem endlosen Kampf etwas Ruhe verdient. Wenn Tyrael sagt, dass der Weltstein zerstört werden muss, dann ist es so. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Böse von Baal obsiegt. Die Welt wird sich verändern, das stimmt. Aber wer sagt, dass es nicht zum Besseren sein wird? Dieser Kampf verwirrt den Geist unserer Krieger. Die Glücklichen, die vom Berg zurückkehren konnten, haben behauptet, sie hätten Engelsscharen fliegen sehen. Vielleicht fliegen diese Scharen, aber das macht sie noch lange nicht zu Engeln. Die Urahnen selbst werden uns um unsere Lieder über euch beneiden. Bitte vergesst uns nicht. Lebt wohl. Was braucht ihr? Bei unseren Siegesfeiern geht es in der Stadt hoch her. Wir Barbaren trainieren von Kindheit an hart, um Krieger zu werden. Und wir feiern ebenso kompromisslos. Ihr habt wohl nicht zufällig Bier zum Tauschen mitgebracht? Hallo? Diese Barbaren sind im ganzen Königreich als tapfere Kämpfer bekannt, aber sie sind auch zu großem Mitleid fähig. Sie trainieren, seit es sie gibt, für eine Schlacht, die das Schicksal der Welt entscheiden wird, wie es in ihren Legenden heißt. Die Zerstörung des Weltsteins wird unserer Welt nicht gut bekommen. Aber ich will versuchen, unbesorgt zu sein. Immerhin haben wir Krieger wie euch, die für uns und das Licht kämpfen. Lebt wohl. Eine Schlacht wie diese habe ich noch niemals geführt. Wir rationieren Lebensmittel und Wasser, doch die Dämonenhorden laben sich jede Nacht an Fleisch und Blut unserer Toten.
Ihr habt das Unmögliche vollbracht, edler Held. Dass ihr das letzte der drei großen Übel überwunden habt, ist ein großer Sieg für das Licht. Seltsam, dass ihr sagt, der Weltstein müsse zerstört werden. In den Prophezeiungen steht nichts darüber. Vielleicht wird alles verloren sein, wofür wir gekämpft haben. Oder vielleicht müssen wir nie wieder kämpfen. Quakeks Vertrauen in seine Fähigkeiten grenzte einst an Arroganz. Aber schon zu Beginn der Belagerung wurde er von Baal gedemütigt. Zwar bewahrte er uns vor der drohenden Vernichtung, aber ein Drittel unserer Krieger fielen. Niemand verspürte die Verluste schmerzlicher als er. Er mag es nicht zugeben, aber eure Anwesenheit hier gibt ihm Hoffnung, Krieger.